Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trends in World 4, denn ich spiele das hier auf dem PC. Ja, wir befinden uns heute auf der Strecke Vorarlberg S-Bahn. Genauer gesagt in Lindau Hauptbahnhof und haben heute die Aufgabe, diesen Zug bis nach Bludenz zu fahren und zwar unseren Nightjet. Steuerwagen voraus, hinten dran, selbstverständlich dann auch in Bludenz, ach in Bludenz Farben, mein Gott. In Railjet-Farben unsere BR-193 Vectron, die dort hinten, wie gesagt, steht und uns dann auch schieben wird. Wir können ja mal ganz kurz hier nach hinten fliegen und uns noch kurz den wunderschönen Bodensee ansehen. Der ist ja wirklich sehenswert, wenn ich das mal so sagen darf. Fliegen hier so ein bisschen über den Bahnhof. Hier wartet unsere Vectron, wie gesagt. Fliegen hier so ein bisschen über dem Bahnhof. Können jetzt mal so ein bisschen hier an den Bodensee begeben, der wirklich unfassbar traumhaft schön ist. Das kann man nicht anders sagen. Wir noch ein bisschen schärfer das Ganze. Wunderschön. Wunderschön. Das ist einfach ein Träumchen. Seht euch das bitte mal an. Das ist doch wirklich wunderschön. Der schön. Das bei dem Licht jetzt, wo die Sonne so langsam untergeht, das ist doch einfach nur wunderschön. Einfach eine Traumkulisse, das kann man nicht anders sagen. Wirklich wunderschön. Das ist einfach ein Träumchen. Das ist wunderschön. Das ist so, wie die Sonne da so langsam verschwindet, schön golden-gelb hier auf das Wasser scheint. Das ist doch wirklich. Ich weiß jetzt schon, wer sich sehr darüber freuen wird, über diese Bilder. Da kenne ich schon jemanden. Ach, das ist einfach wunderschön. Seht euch den Horizont an. Das ist einfach ein Träumchen. So schöne Bilder, so schöne Farben, so schön. Da kommt der Mond langsam zum Vorschein. Das ist doch einfach nur schön. Einfach nur schön. Da geht die Sonne langsam unter und da kommt der Mond zum Vorschein. Und dazwischen hast du diese Kulisse und diesen Horizont. Einfach schön. Das ist zum an die Wand hängen. Das ist wirklich, das ist zum an die Wand hängen. Übers Bett. In Übergröße. Das ist einfach wunderschön. So, aber wir haben ja heute noch eine Aufgabe zu erledigen. Und zwar unseren Nightjet hier von diesem wunderschönen Bahnhof. Das ist einfach wunderschön, wenn man hier so langsam zurückgeht. Ach Leute, das ist. Da kriegt man doch richtig Fernweh, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Da kriegt man doch richtig Fernweh an dem Bodensee. Einfach wunderschön. Aber wir haben natürlich heute unsere Aufgabe hier noch zu erledigen, und zwar unseren Nightjet bis nach Bludenz zu fahren. Seht euch mal an, wie die Sonne hier so langsam auf die Häuser scheint, so schön golden, so schön rot, das ist einfach schön. Wir müssen aber noch zur Lok, und zwar müssen wir noch unsere Heckleuchten einschalten. Das machen wir jetzt, würde ich sagen. Wir marschieren mal kurz zur Lok, weil wir müssen wirklich noch unsere Fahrgäste haben wir schon aufgenommen. Na komm. Ach, ich soll jetzt wieder hier freigeben. Ach so, falsch. Ach, scheiße. War ja offen. Nebenbei können wir dann noch ein paar Türen öffnen hier, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe die doch gerade auf Freigeben geöffnet. Ach, gegeben. So, jetzt aber. So, du müsstest jetzt auch aufgehen. Müssen wir leider per Hand aufmachen, warum auch immer. So, sollte aber gleich auch reichen.
Wie gesagt, wir haben heute einen Exklusivzug und zwar haben wir heute nur erste Klasse Wagen. Also der Zug, unser Zug ist heute nur für die etwas betuchtere Gesellschaft, also für die betuchteren Fahrgäste, die gerne etwas mehr zahlen. Dafür bietet unser Zug aber auch einiges an Buffet, an Leckereien, an Atmosphäre und Komfort und hat man nicht gesehen. Also wirklich ein Exklusivzug heute. Nur erste Klasse Wagen. So, der wartet auch so sehnsüchtig, dann öffnet dem auch mal die Tür. So, steht auch einer davor und weiß nicht weiter. Einfach auf den grünen Knopf drücken, den hier, dann geht die Tür auf, Kollege. So schwer ist das nicht. Na, ja, lassen wir das. So, dann steigen wir kurz hier in die Lok ein. Machen die Schlussleuchten an. Und zwar geht das wie folgt. Das zeige ich euch jetzt. Setzen wir uns hier mal kurz hin. Dann gehen wir hier auf dieses Display, gehen hier auf die 0. Und da müssen wir hier diese. Diese. Ich glaube, diese waren das. Nee. Diese waren das. Und da müssen wir, glaube ich, E drücken. Das müssten jetzt die richtigen gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Müssten jetzt die richtigen gewesen sein. Nee, doch verkehrt. Also müssen wir vorne wählen, nicht hinten, sondern vorne. Gehen die wieder zurück und die gehen dann auf rot. Müssen jetzt die richtigen sein. Warum? Ach, ich weiß warum. Müssen die Lok hier. Das ist das Problem. Dann die wieder zurück. Dann war das doch richtig. So. So müsste das jetzt aber stimmen. Jawohl, perfekt. Dann können wir hier wieder aussteigen. So. So, kommen wir hier wieder raus. Hier durch. Wunderschön, wunderschön. Ach, ist sie jetzt auf ZWS? Aber normalerweise, ach, wir versuchen es gleich. Normalerweise müsste die auf ZWS sein. So, wir müssen nämlich hier noch ein bisschen was tun. Und zwar, die Zugdaten schon eingegeben. Das müssen wir auch machen, sonst kommen wir nicht weiter hier. Siehst du, das müssen wir auch noch machen. So, das haben wir. Dann müssen wir hier noch reagieren. Achso, Deutschland, ja, das müssen wir aber nachher ändern, weil wir sind ja, wobei sind wir jetzt, wir sind doch in Österreich, ne? Warum? Da müssen wir das Netz ändern. Da müssen wir das Netz ändern. Wir sind doch in Österreich.
Oder macht er das nicht? Nicht verfügbar. Okay, dann bleiben wir in Deutschland. Dann bleiben wir in Deutschland. Müssen wir wahrscheinlich nachher, wenn wir nach in Bludenz reinfahren oder so, wahrscheinlich dann unser Netz ändern. Gehe ich mal von aus. So, dann sind wir eigentlich soweit. Route haben wir gelegt. Dann können wir abfahren. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ansonsten müssen wir noch die ZWS einstellen an der Lok. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Na, wir fahren, siehst du? Das ist doch gut. Befreien. Das ist doch sehr schön. Vorhin hat das nämlich nicht funktioniert. Komischerweise. Wunderschön. Wunderschön. 45 Kilometer bis Bludenz. Ach geil, wunderschön. Schön an dem Bodensee vorbei. Ach, sehr schön, sehr, sehr schön. Zu spät. Sehr, sehr schön. Bin ich echt mal gespannt, wie das sich verhält mit dem Netz, wenn wir in Bludenz reinfahren, weil ich wollte das Szenario ursprünglich in Bludenz starten und nach Lindau fahren, und da mussten wir nämlich tatsächlich das GSMR-Netz wechseln. Und deswegen dachte ich eigentlich, Lindau ist doch auch Österreich, wenn mich nicht alles täuscht. Er wird sich schon melden, wenn er irgendwann gewechselt werden will, schätze ich mal. Bisschen aufschalten. Sichtfahren natürlich drücken. Wunderschön. Einfach ein Traum. Einfach ein Traum. Ach, guck mal, ich habe sogar oben die Schlussleuchte an. Die falsche Variante genommen, aber es ist, glaube ich, auch nicht so tragisch. Ist vielleicht sogar besser, wer weiß. Ich weiß gar nicht, ob das sowas überhaupt gibt. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist, aber es ist anscheinend möglich.
Wunderschön, wunderschön. So, nach wie vor 100. Sehr schön, wie sich der Mond da langsam durchsetzt, die Sonne immer weiter untergeht. Einfach ein Traum. Und durch 60. Wahrscheinlich gleich ein Gleiswechsel oder sowas. Lass uns einfach mal überraschen, was da passiert. Oh, rotes Signal. Ei. Das ist das Problem. Ah, hat sich jetzt erledigt, sehr schön. Da war wahrscheinlich kurz jemand auf unserem Fahrweg, der da nicht schnell genug wegkam. Jetzt kann ich mal wieder ein bisschen mehr aufschalten. Saubschalter aus. Natürlich durch die Schutzstrecke wahrscheinlich. So, jetzt aber. Einfach traumhaft. Auch hier so ein bisschen Strand, das ist ja geradezu geil. Jetzt haben wir doch rot. Kommt jetzt aber ziemlich plötzlich. Gehen wir jetzt mal runter auf 85, müssen wir sowieso.
Ach du Schande, siehst du, jetzt sind wir nämlich das Problem. Jetzt habe ich kein GSMR-Netz mehr. Ich wusste, dass das irgendwann passiert. Ich wusste, dass das irgendwann kommt. Jetzt müssen wir hier nämlich tätig werden. So. Das wurde. Ich wusste, dass das irgendwann kommt. Ich wusste es. So, was ist jetzt überhaupt hier Phase? Haben wir uns jetzt befreit? Anscheinend, ja. Rote Signale haben wir anscheinend auch nicht mehr. Dann können wir, glaube ich, wieder aufschalten, richtig? Dann tun wir das. Ich wusste, dass das irgendwann kommt. Da war mir nämlich klar, weil wir jetzt in Österreich sind, dann waren wir doch noch in Deutschland. Das sind nur gar nicht Österreich. Ah, Danny, Danny, Danny. So, damit haben wir das auch erledigt. Zwischenzeitlich das GSMR-Netz gewechselt. Von Deutschland auf Österreich. So, da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, wenn ihr auf der Vorarlbergbahn mit dem Zug unterwegs seid, also mit dem Steuerwagen oder der Expert, also BR101, oder wenn ihr auch auf der Strecke Rosenheim-Salzburg unterwegs seid und dann in Salzburg reinfahrt, denn da beginnt ja auch Österreich, dann dürft ihr euch auch das Netz um die Ohren fliegen. Das heißt, das müsst ihr dann wechseln von Deutschland auf Österreich. Das ist im Prinzip ganz einfach. Und zwar habt ihr ja gesehen, man geht einfach hier auf Menü, dann E-Netzwahl, dann kommen die ganzen Netze. Ja, wenn man da drauf drückt, da kommen hier diese Netze. GSMR, D ist Deutschland, P, GSMD weiß ich nicht. Und dann müsst ihr einfach auf den dritten Punkt gehen, GSMR, A und Enter drücken, dann funktioniert das alles wieder. So, so viel dazu. Wunderschön, wunderschön. So, dann haben wir noch 35 Kilometer bis Bludenz. Und hier ist auch einiges los, da steht eine Vectron und so weiter. Makro tut auch. Selbst wenn man da versehentlich dran kommt. Ein bisschen aufschalten. Immerhin auf 120.
Ja, schon wieder rot. Nicht mehr. Aber 110 ist wäre eh gleich. Daher passt das. Sehr viel Nahverkehr hier zu sehen in Form von 4024. Schon wieder rot. Im Moment sehr rotlastig die Strecke. Schauen, was uns da immer wieder im Weg ist. Boah, bremst du denn so schlecht? Ach, jetzt habe ich Notfall gemacht. Ah! Egal, jetzt haben wir ein bisschen Polster zum vorausfahrenden Zug, der uns wahrscheinlich aufgehalten hat. So. Schon wieder rot. Was ist denn hier los?
Ich glaube, das wird noch eine lange Fahrt. So. Darum bremst er so schlecht. Sag das doch mal jemand. Gar nicht dran gedacht. Mist. So, halten wir hier mal. So, wir können mal kurz schauen, was und wer uns da ständig im Weg ist. Da kommt jemand. Ja, der fährt uns dauernd vor der Nase rum. Darum habe ich ständig rot.
Der kleine, hübsche Nahverkehrszug. Vielleicht gleich doch mal entfernen, weil sonst kommen wir nie an. Warum haben wir jetzt keine Leistung mehr? So, ich glaube, den entferne ich wirklich gleich. So. Hier oben leuchtet irgendwie gar nichts mehr. So, dann müssen wir ein bisschen freie Fahrt hier. Geht nämlich tierisch auf den Geist. Mir ist klar, dass so ein Nahverkehrszug natürlich langsamer ist. Erstens das und zweitens, er hält ja auch an jedem Bahnhof. Aber das wäre jetzt echt noch lang geworden. Das muss nicht sein.
so schon lang genug die Strecke. Jetzt haben wir wenigstens mal etwas freie Fahrt hier, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Komm, sag jetzt aber das nächste rote Signal. Das gibt's doch nicht. Ach Leute. Ah, okay, hat sich erledigt. So langsam wird es richtig dunkel hier in Österreich. Schon wieder rot, ach klar. Mann, ey. Ach ja, es ist ein Kreuz mit den roten Signalen.
Was zum Geier ist denn da ständig am Stören? Leben. Oder? Ist noch irgendwas anderes. Wobei, ist gar nichts. Also doch der? Egal. Oh Leute! Was ist denn hier los, ey? Schnauze voll jetzt echt.
So, 90. Auf jeden Fall geht das jetzt relativ fix. Da ist schon wieder 53 Minuten dabei. Ja, immerhin schon wieder 140. Ich habe gedacht, die Strecke ist gar nicht so langwierig. 45 Kilometer, habe ich gedacht, das geht eigentlich relativ fix, aber die Strecke zieht sich dermaßen. Ist wieder so eine Kaugummi-Strecke. Genau wie die Semmeringbahn, und da gibt es noch so ein paar Strecken. Linke Rheinstrecke zum Beispiel, die ist auch so lang. Jetzt geht es, glaube ich, relativ schnell. Vor 1% Steigung. So, Entschuldigung, der musste sein. So, dass wir ins Dunkle reinfahren, ist ja für Night Champions eigentlich nichts so Ungewöhnliches. So, so langsam kommen wir der ganzen Sache dann doch näher.
Also die Strecke zieht sich dann doch schon noch. Also hätte ich so nicht erwartet, dass das so lange dauern kann. Stockduster geworden. Wir mal der Hauptschalter aus. So, 6 Kilometer noch, dann haben wir's. Bisschen heller machen. So, gleich 60 und dann Ankunft in Bludenz. So, dann lassen wir uns einfach mal ein bisschen rollen hier, die Schwerkraft den Rest machen lassen. Ach, schön, wie das passt. Auf den Punkt genau 60, bevor wir quittieren mussten. Durch die Schwerkraft. Wunderschön. Das hat ja perfekt gepasst.
So, brauchen wir das gar nicht mehr aufschalten. Wunderschön, wunderschön. Dann fahren wir schön in Blue Dance ein. An Bahnsteig 5. Sehr schön, dann machen wir hier mal das Licht an. So, wir auch die Türen freigeben können auf der linken Seite. So, steigen wir aus. Ach, die hatte ich die ganze Zeit offen. Ach, ist auch nicht schlimm. So. Genau, die muss ich nämlich wieder per Hand öffnen. Das ist wieder mal typisch. So, ich werde jetzt hier aber nicht alle Türen öffnen, das ist sicher. Einfach nur ein paar, die Fahrgäste ein- aussteigen können. So, das war's. Das war's auch mit unserer Fahrt von Lindau Hauptbahnhof am Bodensee bis hierher nach Blue Dance mit GSMR Next Netzwechsel mit einiges an roten Signalen und. Also es war eine schöne Fahrt mit dem Nightjet, Railjet, Steuerwagen und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Das war's auf jeden Fall von mir und diesem Video und diesem Szenario. Habt noch eine schöne Restwoche, passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieders. Haut rein. Ciao, ciao.